Moin Moin und hallo, heute wollen wir uns damit beschäftigen, ein Tuya BLE Smart Lock zu initialisieren. Die mechanische Installation haben wir schon durchgeführt. Die wird installiert, so wie ein normales Zylinderschloss auch. Das heißt also, die Mechanik dahinter ist jetzt erledigt. Wir können es nutzen, auf und zu machen. Das funktioniert. Jetzt fehlt uns aber noch die smarten Funktionen dieses Gerätes. Dazu gehen wir bei dem Tuya BLE Version sehr cool vor, denn die haben hier so einen Saugnapf an den Notschlüsseln. Wir saugen uns hinten fest, ziehen das Teil heraus und können dann ins Innere vordringen. Und dann geht's richtig ab, Leute. Jetzt haben sie nämlich hier, eine CR 123A. Akku eingebaut. Und das Coole ist, als Transportschutz haben die nämlich so gemacht, die haben die andersrum gepolt. Das heißt, da funktioniert nichts. Wir nehmen einen kleinen Schraubendreher, öffnen den CR123A Slot, ziehen uns nun den besagten Akku raus. Hier ist er. So, war der drinnen. Hier seht ihr auch, was es für einer ist. CR123A. Und jetzt kommt er wieder rein. Und zwar andersrum. Nippel muss zu uns ragen. Okay? Rein damit. Und jetzt passt auf, wenn ich runterdrücke, geht das Ding an. Cool, oder? Das hätten sie besser nicht machen können. Weil so, finde ich, ist das viel sinnvoller, als noch ein weiteres Kunststoffstück da dran zu pappen. Das ist echt cool. Jetzt habe ich es wieder verschraubt. Und jetzt können wir schließen. Gut, und jetzt ist hier die Funktion gewährleistet. Ne? Jetzt ist zu. Na, hier, zu. Fingerprint. Offen, bewegbar. So, zu. Okay, gut. Nun geht's los. Wir werden jetzt die App Tuya Smart öffnen. Und nun gehen wir hier oben rechts. Moment, ich gehe erstmal auf die erste Seite. Nun werden wir uns dort natürlich einen Account erstellen. Den habe ich schon, weil ich habe schon öfters Tuya-Geräte gehabt. Und jetzt gehen wir auf Gerät hinzufügen. Und jetzt sucht er hier oben schon, zack, und hat die Geräteerkennung läuft. Jetzt machen wir hinzufügen. Das heißt, dieses Gerät, ihr könnt es eventuell lesen, ich weiß es jetzt nicht, was es heißt, werden wir hinzufügen. Zack. Jetzt dauert es ein Momentchen, bis diese beiden Geräte, sprich unsere App, mit unserem Account und dieser Smart Lock verbunden sind. So, das ist schon der Fall. Jetzt können wir dem Gerät einen Namen geben. Das heißt hier Smart Lock. Fertigstellen. Jetzt heißt es bei uns im System Smart Lock. Wir stellen es fertig. Und nun können wir darauf zugreifen. Jetzt können wir hier Tab und Hold to Unlock. Zack, Unlock. Jetzt ist es auf. Wir schauen. Ja. Ja, das war's schon. Abgelaufen. Zack, wieder. Das ist wie so ein Türöffner. Zack, öffnen. Zack, schließen. Zack, öffnen. Und zack, wieder zu. Das ist sozusagen der Buzzer zum Öffnen und Schließen des Smart Locks. Gibt es ein Message-System. Das heißt, dort werden dann auch die History dann aufgesetzt. Ne, wenn irgendwas geschehen ist. Dann haben wir Members Management. Achso, hier oben sehen wir auch den Akku, Battery Level 94%. Dann können wir hier rein und wissen, wie viele Administratoren zum Beispiel angemeldet sind. Das ist jetzt mein Account. Wir können auch weitere hinzufügen, die das dann auch nutzen können. Dann Unlock Records. Hier seht ihr, was passiert ist. Ne? Ich habe das angelockt, Unlock with Fingerprint. Das wird alles protokolliert. Sehr schön, sehr smart. Und dann können wir in die Settings gehen. Jetzt können wir Fingerprints dazu machen. Ne? Add a fingerprint. User bin ich. How to capture a fingerprint. Okay, scan. So, jetzt sollen wir unseren Finger da drauf halten. Ne? Finger auf das Loch. Zack, okay. Zack, okay. Zack, okay. Der erkennt das jetzt. Zack, okay. Zack, okay, captured.
So, Fingerprint-Name können wir eingeben. Sashi-Maus. So, damit bin ich jetzt eingespeichert. Und jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert. So, das heißt, keine Funktion. Ich nehme jetzt den Mittelfinger. Guck, rot, macht nicht auf. Geht nicht. Jetzt nehme ich meinen einprogrammierten Finger. Geil, funktioniert. Zack, auf. Und er geht auch gleich automatisch wieder zu. Jetzt ist wieder abgeschlossen. Nochmal, Finger, anderer Finger. Ich nehme meinen kleinen. Geht nicht. Mein Finger, den ich einprogrammiert habe. Wow, geile Hütte. Richtig cool. So, und wir haben ja nicht nur die Möglichkeit, jetzt über App zu öffnen. Wir haben nicht nur die Möglichkeit, über unseren Finger zu öffnen. Nein, wir können auch noch mehr. Und das sind Smart Keys. Smart Keycards. So, mal gucken, ob die so funktionieren. Nein. Ne, seht ihr? Nein, geht nicht. Ja, okay, lass uns einprogrammieren. Card Manager. Add a card für mich. Start capturing. Und jetzt, zack, captured. Jetzt machen wir hier wieder Name. Sascha. Card. Auslösen. Dann. Gut, jetzt habe ich hier diese Karte drin. Ich hole jetzt nochmal eine andere Karte zum Vergleich. Im Lieferumfang sind nämlich zwei Karten drin. Wir gehen mit der Karte dran. Ne? Rot. Habt ihr gesehen? Rot. Nochmal. Oh, rot. Jetzt hole ich die Karte, die wir gerade einprogrammiert haben. Läuft. Und wir können schließen. Geile Hütte, finde ich das. So, Smart Card. Jetzt wieder zu. Nochmal, Smart Card, die nicht programmiert ist, geht nicht. Jetzt komme ich mit der Smart Card, die programmiert ist. Zack, auf. Jetzt, damit es auch noch zum Verständnis da ist, zweiter Weg, Fingerprint. Öffnen, funktioniert. Nice. Und der dritte Weg ist natürlich die App-Steuerung. Ergo, gehen wir hin, halten und zack, öffnen und schließen. Und dann, wenn es gar nicht läuft, Leute, können wir den vierten Weg bestreiten. Und das ist mit dem Ersatzschlüssel. Finger, zack, ich mache jetzt mal zu. Jetzt ist zu, abgeschlossen. Jetzt, oh Kacke, Fingerprint hat nicht funktioniert. Karte hat nicht funktioniert. App, ich habe mein Smartphone gerade nicht da. Mist, was machen wir jetzt? Kacke, Kacke, Kacke. Tja, wir haben ja noch die Schlüssel. Das heißt, Schlüssel nehmen, öffnen. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ansetzen. Drehen. Und auf geht's. Geil. Wir drehen nicht am Schlüssel, wir drehen immer am Knopf. Danach können wir wieder zumachen. Und ist wieder geschlossen. Diese vier Möglichkeiten gibt es. Erstens Finger. Zack. Zweitens Karte. Ich hoffe, ich nehme jetzt die richtige. Ja, Karte. Drittens, App-Steuerung. Schwupp. Zack. Und der Notfallweg ist dann, dass wir die Schlüssel benutzen. Zack, öffnen. Ey, wirklich cooles Schloss, ey. Öffnen, nach rechts drehen und dann können wir es öffnen. Super cool, ne? So, wieder zumachen. Und heieiei. Läuft, Diggas, mit dem Ding. Ja, und dann können wir natürlich noch diverse andere Sachen machen, sprich mehrere Homies anmelden. Wir haben eine Smart Link Catch hier. Das heißt, Familie nach Hause gehen, Türschlossalarm. Ne? Wir können hier einen Alarm ansetzen, dass wir dann benachrichtigt werden, wenn einer versucht reinzukommen. Wir können hier einsetzen, wann und wo Push-Nachrichten kommen, wenn einer aufmacht, zumacht, wer aufmacht, zumacht, weil jeder kann ja sein eigenes Teil dann eingelernt kriegen. Wir können auch noch was eigenes einsetzen. Ne? Wir können Szenen einsetzen. Wir können, sprich, Öffnungszeiten festlegen, wann das geschieht und wann nicht.
Also ein sehr, sehr nices, cooles Ding. Wir können auch machen, dass hier der Automatik-Lock ausgeht. Das habe ich jetzt gerade mal gemacht. Guck, jetzt ist er komplett aus. Jetzt können wir ihn verwenden. Ja, und jetzt ist er abgeschaltet. Jetzt machen wir wieder an. Zack. Geht wieder. Na, jetzt kann ich ihn wieder verwenden. Oder wir können Remote Unlocking, das heißt also die Remote-Steuerung geht aus. Na, also nicht von der Ferne, sondern nur, wenn wir am Gerät sind, sprich Fingerprint Card Management oder die App ist in der Nähe. Also hiermit ist man echt gut aufgestellt, um seine normalen Türen smart hinzubekommen. Richtig cooler Zeugs. Von innen können wir jederzeit öffnen, ne, da geht es immer, oder schließen. Innen ist also mechanisch immer funktional mit am Start. So funktioniert das. Euren Tuya BLE Smart Zylinder, Smart Schloss an eurer Tür vernünftig zu platzieren und auch zu nutzen. Dieser Bolzen hier ist der Schließbolzen. Das ist also jetzt zu verstehen, wenn die Tür zu ist, wird sie zu bleiben. Oder wenn sie nicht zu ist, dann bleibt sie auf. Ne? Wenn das so ist, würde sie auf sein. In einem anderen Setup vorhin. So, ne? Wenn das Ding reinkommt, ist es dann geschlossen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.